Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go to Link to the Past, meine Damen und Herren. Ich war mal in der Zwischenzeit so frei, wieder zurück zum Turtle Rock zu kehren, meine Damen und Herren. Des Weiteren habe ich hier die Blue Potions vollgemacht, habe die Feen einfach rausgeworfen, wie sich das gehört, meine Damen und Herren. Und habe meine restlichen Rupees in Pfeile investiert, sodass ich davon mehr tragen kann, weil, soweit ich weiß, brauchen wir davon deutlich mehr als Bomben für den Rest des Spiels. Wobei der Rest des Spiels natürlich sowieso relativ ist, aber wir brauchen jedenfalls mehr Pfeile. Und Maximum übrigens, falls ich das nicht gesagt habe, soweit ich weiß, 50 Bomben und 70 Pfeile. Also kann man jetzt nicht unendlich weiterführen. Und das hier, meine Damen und Herren, einfach nur ein paar Screens nach links vom Turtle Rock aus, ist der ist Ganon's Turm, meine Damen und Herren. Kurz, wir werden den Siegel an Ganon's, den Riegel an Ganon's Turm mit vereinten Kräften aufbrechen. Macht das doch mal, meine Damen und Herren, beziehungsweise in dem Fall meine Damen. Beeindruckend. Das war Action damals. Ohne Scheiß, sehr, sehr cool. Also, das war, da wusste man, okay, wir haben es geschafft, wir sind am Ende des Spiels angekommen. Ganon's Turm, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir kriegen es halbwegs ungeschoren hin. Wobei wahrscheinlich alle anderen das absolute Gegenteil laufen, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Hi, ich dachte irgendwie immer, dass hier in der Mitte irgendwo so ein Ding ist, mit dem ich reden kann, aber scheinbar vertue ich mich. Ist natürlich schade. Wo gehen wir denn zuerst hin? Wir gehen mal zuerst hier runter, habe ich jetzt mal einfach so beschlossen. Wahrscheinlich ist es die allerfalscheste Entscheidung. Das sieht aber, eigentlich sieht das ja ziemlich positiv aus hier, ne? Also wenn ich mir das jetzt hier so, danke, ich brauche unbedingt mehr Bomben, Alter. Wenn ich hier dran ziehe, passiert wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht möchte, genau, danke. Ist super. Super, wir werden gute Freunde, Mr. Dungeon, Alter. Geht bitte alle weg, danke. Zu entgegenkommt. Warte mal, hier muss man, warte mal, das sieht irgendwie asymmetrisch aus hier, oder? Irgendwas ist hier ne, eigentlich ist das nicht asymmetrisch, wie komme ich drauf, dass das asymmetrisch ist, aber ist egal. Der Schalter. Okay, ich wollte schon sagen, irgendwo muss da eine Möglichkeit geben, die scheiß Tür da jetzt aufzumachen. Das wäre natürlich jetzt irgendwie ziemlich dramatisch gewesen, wenn das jetzt der erste Raum wäre und ich schon keine Ahnung mehr, was ich machen muss. Aber das wäre genau mein Ziel gewesen, also von daher passt das eigentlich. Hi. Passiert jetzt das, was ich denke, was passiert? Ja, es passiert das, was ich... Aber ich habe immer noch keinen Schlüssel, aber vielleicht erscheint eine Truhe... Nein! Okay. Offensichtlich ist Nintendo sich darüber bewusst gewesen, dass man da einfach in der Ecke stehen kann. Ja, Nintendo, wie Nintendo nun mal ist, weiß ich dann Gott sei Dank zu helfen, meine Damen und Herren. Also, in dem Raum dürfen wir nicht stehen bleiben. Ist natürlich jetzt sehr freundlich, dass ich den Schalter trotzdem nochmal betätigen muss. Danke. Den hätte man ja ruhig jetzt mal aktiviert lassen können, aber... Was erwarte ich überhaupt von Nintendo, die mir das antun, dass ich diesen Raum jetzt hier auch noch... Dann noch so eine scheiß Anti-Fairy, weißt du? In der Mitte noch diese dumme, goldene Arschkacke. Ich glaube, die haben auch irgendwas mit Feen zu tun oder so. Ohne Scheiß, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich in diesem Raum sterbe. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich in diesem Raum sterbe. Aber warte mal, ich muss jetzt erstmal würde ich mal sagen, wäre schon mal ganz nett, wenn wir das Arschloch hinter mir loswerden. Das wäre doch schon mal so. Nein. So, entschuldige. Halt nämlich jetzt die ganze Zeit. Ihr seid solche Wichser, ne? Ohne Scheiß, diese Platten sind solche Wichser. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht so in der Lage bin, dieses Arschloch. So, meine Fresse. Jetzt habe ich dazu sogar noch ein paar neue Herzen. Das ist natürlich sehr, sehr entgegen. Ich glaube, es ist eigentlich sinnvoller, irgendwo stehen zu bleiben in der Ecke und diese Dinger dann irgendwie alle mit dem Schwert kurz kaputt zu machen. Aber ich kann ja nicht in irgendeiner Ecke stehen bleiben. Wenn ich in irgendeiner Ecke stehen bleiben könnte. Ja, ist auch egal. Dann, dann wäre ich sehr wahrscheinlich in der ersten Ecke stehen geblieben, beziehungsweise in der Tür. Aber ist, ach, scheißegal, wir haben es ja so gerade eben noch. Entschuldigung. Nein, oh, ist das jetzt den ganzen Dungeon so, ist dieses. Oh, diese scheiß Wallmaster oder Dungeon Master Arschlöcher, wie auch immer die heißen, ne? Das sind. Bin ich kein Fan von. Überraschenderweise. Ihr geht mal bitte. Nein. Oh, der wird mir jetzt den kompletten Dungeon auf den Zeiger gehen. Ja, toll. Toll, Nintendington. Ich bin so froh, dass dieser Typ da ist. Warte mal, was müssen wir jetzt hier machen? Wir müssen diese vier Dinger wahrscheinlich anzünden. Und wahrscheinlich bekommen wir dann irgendwann, ne? Feuer habe ich schon ausgerüstet, klug wie ich bin. Also. Wollen wir mal sehen, ob wir das hier irgendwie gedeichnet kriegen. Das Ding ist natürlich jetzt gerade in der falschen Position. Weil warum wäre auch mal ausnahmsweise irgendwas in der richtigen Position da, wo ich es gerade brauche? Das wäre ja absurd. Was ist jetzt aufgegangen? Was ist denn jetzt aufgegangen? Die Tür unten, oder was? Die Tür ist aufgegangen. Was gibt's denn in den anderen Türen so, wenn ich mal erstmal fragen darf? Hi. Hier ist doch bestimmt irgendwas Tolles versteckt, oder? Wahrscheinlich ist jetzt hier überhaupt nichts versteckt, was irgendwer gebrauchen kann. Oder lande ich hier irgendwann? Ich habe keine Ahnung. Man kann wirklich keine zwei Sekunden irgendwo stehen bleiben wegen diesem dreckigen Arschloch. So, gib mir vernünftige... Nein! Ich möchte vernünftige Sachen haben. Sachen, die ich brauche und so, den ganzen Kram, weißt du? Was Gutes quasi. Der wird jeden einzelnen Gedanken, den ich fasse, wird der unterbrechen und... irgendwie, keine Ahnung, zu Ende bringen. Beziehungsweise dafür sorgen, dass ich eben diesen nicht zu Ende bringe. Schweinesack. Was bringt mir das jetzt? Ich habe keine Ahnung.
Ich gehe jetzt mal davon aus, ich hoffe, dass hier keine Schlüssel drin sind, weil wenn hier Schlüssel drin sind, meine Damen und Herren, dann haben wir ein Problem. Fickende Scheiße, fick dich, ich hasse euch alle. Ah, okay, Moment. Warte mal, in der Tür oben war ich noch nicht drin, was ist denn hier so Schönes? Was geht denn hier so? Hier ist, gar nichts, im Prinzip. Toll, das ist nett. Außer Schaden. Ich bin jetzt schon fast tot, Alter. Ich wollte nur noch mal so anmerken. Ich bin jetzt schon mehr als zur Hälfte tot. Jetzt muss ich die alle umbringen. Toll. Das ist ja nett. Auch Mr. Nintendo. Das ist ohne Scheiß. Das ist offensichtlich dann der Dungeon, in dem Nintendo beschlossen hat, okay, wir sind jetzt Arschlöcher. In dem wir in die Irre geführt werden, in dem wir, keine Ahnung, solche Räume hier lösen müssen und das auch noch eine Möglichkeit, ohne zu sterben. Ach shit, jetzt klappt das hier nicht mehr, weil ich das da nicht auf... Oh, jetzt muss ich auch noch vorher planen, dass ich diese Steine hier erst aus dem Weg räume und dann... Alter Schwede. Okay. Das ist dann jetzt der Moment, in dem wahrscheinlich sehr, sehr viel improvisiert werden wird, aber das macht wahrscheinlich auch nicht allzu viel. Ich renne jetzt mal besser, ich glaube, das ist wahrscheinlich erfolgswahrscheinlich. Du gehst... Nein, warum muss mich das Ding immer treffen? Das gibt's doch gar nicht. Du jetzt, komm, lass mich da rein. Und scheiße, wenn dir jetzt zugegangen wäre, ich wäre sehr, sehr traurig gewesen. Warte mal, ich hatte irgendwann mal, glaube ich, in irgendeinem Dungeon, habe ich die ganze Zeit versucht, irgendwie die Bombe auf ein Laufband zu werfen, in der Hoffnung, dass dann, damit dann irgendwie das passiert, was ich haben möchte. Ich glaube, das ist die Stelle, die ich damit meinte. Und so viel zu tun, wir brauchen keine verfickten Bomben. Ach, warte mal, Quatsch, ich kann ja das hier machen. Moment, stopp, ich kann ja so machen. Dann hoffen, dass ich den da hinten hinkriege und dann so machen. Aha, das Ganze muss ich jetzt nochmal machen, ja? Okay, also hier muss man dann wahrscheinlich offensichtlich wirklich in dem Dungeon nachdenken, Alter. Sonst haben wir hier nämlich wirklich langsam aber sicher Probleme. Schön, dass du mir eine Bombe gibst. Danke, eine Bombe für die... Nutze ich jetzt schon einen Potion? Das Ding ist, wenn ich zweimal getroffen werde, bin ich tot. Das ist wirklich problematisch gerade. Aber ist egal. Vielleicht haben wir aus irgendeinem Grund Glück irgendwie... Das Ding ist, ich glaube, wir müssen am Eingang, in der Eingangshalle waren ja drei Räume. Drei Türen quasi. Und ich glaube, wir müssen in alle drei rein. Danke, super. Ein Rupee, toll. Das ist ja echt wirklich entgegenkommt. Wie komme ich jetzt hier weiter? Danke. 20 Rupees. Ja. Danke, Alter. Wie komme ich denn jetzt? Warte mal, kann ich einfach. Ja, ich kann nur an der Wand lang. Naja, ich kann an der Wand lang. Und 10 Pfeile. Also quasi das Einzige, was ich überhaupt gar nicht gebraucht habe. Was habe ich jetzt gekriegt? Das Einzige, was ich jetzt gekriegt habe, war der verfickte Kompass? Super. Ja, deine Tricks, weißt du, Warte mal, das sieht fast so aus, als wäre hier hinten, aber das Ding ist, ich komme dann nicht mehr zurück, wenn ich da jetzt drauf gehe. Ich kann ja so gehen, okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwie mit dem Enterhaken zu diesem... Ah, Gott sei Dank habe ich geguckt. Das Ding ist, habe ich die Sorge, dass in diesem einen Ding, in diesem einen Raum da, wo diese ganzen Blöcke waren und der eine Totenkopf, jetzt habe ich natürlich die Sorge, dass da auch ein Schlüssel drin war, weil wenn da ein Schlüssel drin war und ich deswegen wegen diesem einen Kackschlüssel jetzt nochmal... Ach du Scheiße, jetzt nochmal zurück muss... Habe ich das jetzt geschafft? Auf Anhieb. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, aber okay. Wenn da jetzt noch ein Schlüssel drin wäre, hätte ich natürlich ein mittelschweres Problem. Was? Aber Moment, kann sein, dass hier irgendwie ein Schalter drunter ist oder so? Ja, genau. Ich kann mich düster erinnern, Alter. Das ist natürlich jetzt nur die Frage, wie ich da dran vorbeikomme. So, und jetzt geht's ja tatsächlich... Das ist so cool eigentlich, dass da jetzt dann so eine Brücke aufgegangen ist. Das ist... komischerweise sind das dann diese einzelnen kleinen Räume, weißt du, das sind, ich meine, das ganze Spiel ist natürlich irgendwo hängen geblieben, also ich auch, aber viel von dem Spiel ist natürlich hängen geblieben, aber dann auch viele von diesen einzelnen Räumen, diese einzelnen kleinen Räume, die eigentlich keine große Relevanz haben. Warte, das Herz, da hätte ich eigentlich ganz gerne, wo muss ich ihn einfach nur geradeaus, okay. Aber das Herz, gib mir das Herz, dann, da achtet man normalerweise drauf, weißt du, ich habe das ganze Spiel eigentlich nicht wirklich drauf geachtet. Ach, warte mal, ich glaube, dass man die Dinge auch sichtbar machen kann, wenn man einfach die Lampen anmacht. Das ist natürlich vollkommen korrekt. Also, man hätte sich jede Menge Magie sparen können, wenn man das denn vorher getan hätte. Und oh, der Raum ist, was das angeht, ein kleines bisschen komplexer. Nämlich sind diese ganzen... Also im Grunde genommen ist ja hier dieses komplette schwarze... Du verficktes Arschloch. Das komplette schwarze Nichts. Aber das komplette schwarze Nichts ist natürlich kein komplettes schwarzes Nichts, sondern, wie wir an den Dingern da sehen, die schweben nicht. Hier sind tatsächlich Wege, meine Damen und Herren. Toll. Das heißt... Wir müssen irgendwie den Weg finden nach oben rechts. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffen würde, diese Lampe da anzuzünden, wäre ich auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Aber erst mal gucken, was hier in der Tür ist. Toll. Das ist ja wirklich entgegenkommt, Alter. Na bitte nicht zumachen. Nein! Ah, jetzt muss ich den kompletten Weg nochmal gehen. Ach, warte mal. Ach, was haben wir denn da gefunden? Gott sei Dank, war ich in dem Raum schon? Ich hoffe, dass ich nie in dem Raum schon war und das Ding da... Das Ding nicht komplett übersehen habe. War ich hier schon?
Ich war hier überhaupt noch nirgendwo, habe ich das Gefühl. Warte mal, das hier ist bestimmt die andere Seite. Ja, okay. Das ist die andere Seite. Das heißt... gehe ich jetzt den einen Weg, den ich kenne, wieder zurück oder gehe ich jetzt erstmal hier gucken, was hier so geht? Ich glaube, ich gehe erstmal gucken, was hier so geht. Das Gefühl, dass ich... Ich glaube, hier muss ich... Jetzt finden wir plötzlich Schlüssel am laufenden Band. Ich glaube, dass ich hier irgendwie den Block in der Mitte irgendwie verschieben muss. In irgendeine Richtung. Und dass dann die Tür aufgeht? Genau. Gott sei Dank sind noch ein paar von den Räumen hängen geblieben. Auch wenn ich wirklich ohne Scheiß... Ich habe das Spiel schon lange nicht gespielt eigentlich für meine Verhältnisse. Das Ding ist, ich ärgere mich jetzt gerade, dass ich in diesem einen Raum da nicht mehr war. Aber vielleicht loopt das ja quasi hier so ein bisschen in sich selbst zurück. Ob ich da wieder zurück jetzt? Ja. Was geht denn hier so? Das ist jetzt wirklich dann der Moment, in dem der Dungeon wirklich... In dem auch das komplette Dungeon... Nein. Das komplette... Scheiße. Warte mal, das Herz hätte ich gerne noch, bevor ich sterbe. Warte mal, vielleicht sterbe ich auch nicht. Das Ding ist, ich versuche gerade so lang wie möglich irgendwie den Potion hinauszuzögern, aber ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee ist, weil wenn ich noch einmal richtig getroffen werde, habe ich ein großes Problem. Vielleicht ist hier irgendwas drin, was mir hilft, aber ich glaube nicht. Vor allem ist natürlich das Piepen auch ziemlich nervig. Ach, weißt du was, scheiß drauf. Wir nehmen den ersten Potion, Alter. Ich habe den Dungeon nicht mal mehr zu einem Drittel gefühlt hinter mir. Also schätze ich mal, dadurch, dass... Ja, wobei... Na, weiß ich gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall offensichtlich noch nicht allzu viel von dem Dungeon hinter mir und hab schon ein Viertel von meinen Potions weg. Das ist toll. Also die Difficulty Spike im letzten Dungeon ist wirklich, die ist bemerkenswert. Zumindest. Das können wir... Entschuldige mal. Das war ja wohl jetzt eine Schweinerei, oder? Also das geht ja gar nicht. Warte mal, ist egal. Wir gucken, warte mal. Ich glaube, ich muss dann hier rüber. Und dann dahin. Dann hoffen, dass der Wichser mich nicht trifft. Nein, dass der Wichser mich nicht trifft, habe ich gesagt. Das hättest du gerne gesehen, ne? Ja, ist klar. Du Schweinesack. Nicht mit mir. Warte mal. Das ist natürlich die Frage. Ich geh mal erstmal hier rein. Ich glaube nämlich, dass diese Tür... Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, dass diese Tür zu demselben Raum führt mit den ganzen, mit dem schwarzen Loch in der Mitte quasi, aber dem ist scheinbar nicht so. Toll, ich frage mich mal wieder, wie ich hier durchkommen soll ohne... die Karte, ja toll. Ja, wobei, eigentlich hilft die mir ja wahrscheinlich, ne? Also wenn ich mich mal klug anstellen würde, anstatt einfach immer nur die Karte zu belächeln, dann könnte ich die Karte ja tatsächlich auch mal nutzen. Das wäre doch klug. Okay, der große Raum, das führt da jetzt allerdings nicht hin. Das heißt, ich muss gleich auf jeden Fall nochmal zurück. Aber ist ja egal, wir haben ja Geduld und den ganzen guten Kram, weißt du? Ich gehe mal davon aus, dass ich das wieder zurückschalten muss. Ich hoffe, dass ich das wieder zurückschalten muss, ansonsten ja, Gott sei Dank. Ich habe sogar noch einen Schlüssel dafür über hier, was ist denn hier los? Alter, aber warte mal, hier muss man aufpassen, dass davon nur eins getroffen wird. Nee, ich muss aufpassen, dass... Doch, ich muss... Muss ich aufpassen, dass beide getroffen werden? Weiß ich gar nicht. Also sie können auf jeden Fall beide gleichzeitig, wenn die Bombe zu nah an dem Ding dran ist, dann werden die beide getroffen und dann ist das quasi sozusagen annulliert, weil dadurch, dass beide hintereinander getroffen werden, geht das Ding erst blau und dann wird es unmittelbar danach nochmal getroffen und wird dann rot. Das heißt, man verschwendet im Grunde genommen eine Bombe, also da dann aufpassen, dass man die nicht... Wie komme ich da jetzt rüber? Muss ich jetzt hier wieder irgendwas verschieben? Aha, und so komme ich natürlich jetzt auch darüber, weil daran kann ich ja jetzt enterhaken quasi. Wenn ihr mal ein bisschen aus dem Weg gehen würdet. Ohne Scheiß. Ich habe diesen Dungeon gar nicht so schwer in Erinnerung, ehrlich gesagt, aber scheinbar habe ich mich da ein kleines bisschen getäuscht. Hurra, ach der Scheiß. Nein, dafür nutze ich jetzt eine Walkthrough, weil das ist einfach nur, das ist Labyrinth und Labyrinth geht gar nicht. Okay, erstmal müssen wir wohl scheinbar in den rechten, es ist wirklich ohne Scheiß, die Dinger führen einfach im Prinzip gefühlt willkürlich hin oder hin und her. Zwischen, ihr seht, wie viele von den Dingern hier sind, ich würde hier stundenlang drin stecken, dann müssen wir, glaube ich, in den linken. Und jetzt müssen wir dann nochmal in den links unteren im Raum, also hier. Und das müsste jetzt normalerweise irgendwie dann zu einem Ziel führen, genau. Also das würde normalerweise ohne Scheiß ewig dauern. Das wollte, habe ich mir gedacht, sowohl mir als auch euch ersparen. Ich, ja, gehe mal davon aus, dass das so okay ist, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich muss hier durch. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt hier richtig mache, weil ansonsten habe ich keine Ahnung. Das sieht verdammt richtig aus. Und ich glaube, jetzt bin ich dann tatsächlich wieder in dem Raum. Genau, wunderbar. Also das ist jetzt quasi in sich selbst im Kreis und so weiter. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich praktisch, weil das heißt, ich musste sowieso dahin eigentlich. Musste ich dahin? Nee, wahrscheinlich musste ich da nicht hin, aber ist egal. Jetzt sind wir dann in dem Raum und müssen in dem Raum natürlich dann gucken, dass wir so gut oder so einfach und so lebend wie möglich irgendwie nach links oben kommen. Warte mal, kann ich die anzünden mit einem Feuermedaillon? Will ich das jetzt riskieren? Ich riskiere das jetzt. Ich hoffe, dass die Lampe dann angeht, weil wenn die Lampe angeht, dann sehe ich die Wege ja. Bitte geh an, sei so nett.
Mr. Lumpington, du bist natürlich nicht so nett. Was habe ich eigentlich erwartet, aber ist egal. Also müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir da rüberkommen, weil soweit ich weiß, ist da dann irgendwo der große Schlüssel. Und dann, meine Damen und Herren, sind wir auf jeden Fall schon mal da, will ich hin. Nein, da will ich nicht hin. Das ist ganz falsch. Das ist die allerletzte Ecke, in die ich möchte. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen müssen. Ich fange jetzt einfach mal hier an, weil das ist irgendwie am offensichtlichsten. Oder wahrscheinlich ist das jetzt der einzige Weg, den ich nicht anfangen muss. Das ist der einzige. Na, komm ich darüber? Ja. Okay, und weit. Nein, nein. Das ist so ein ätzender Raum. Oh, und ich muss jetzt diese ganzen Wege irgendwie schaffen. Ich muss jetzt den kompletten Weg schaffen, bis nach oben in die Mitte. Oben. Hier komme ich. Ich muss hier lang. Oder kann ich hier auch lang? Das ist natürlich jetzt ziemlich beschissen. Ich habe schon wieder kaum Energie oder kaum Magie mehr. Ich glaube, der andere Weg war tatsächlich der kürzeste. Toll. Das ist, ohne Scheiß, das ist so magieintensiv hier, dass man jetzt irgendwie, warte mal, das war dann hier irgendwo so. Ah, ich werde hier nicht durchkommen, ohne die Magie auffüllen zu müssen. Dann wäre mein zweiter Potion schon weg, Alter. Das ist echt eine verfickte Schande. Warte mal, hier dann nach rechts oben. Irgendwo hier so. Bitte nicht runterfallen. Oh Gott, bitte fall nicht runter. Oh nein, jetzt muss ich das tatsächlich jetzt schon auffüllen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Okay, auf jeden Fall ein bisschen nach rechts. Jetzt muss ich das wegen der Magie auf. So ein Scheiß. Ich habe nur noch zwei Dinger, Mann. Und wir haben danach noch einen verfickten letzten Boss. Und wir haben wahrscheinlich nicht mal mehr die Hälfte dieses Dungeons hinter uns. Ich habe keine Ahnung prozentual, wie viel das jetzt war. Okay, hoch. Allerdings nicht weit. Und dann hier rüber. Dann ein Stück runter. Ich bin jetzt vorsichtig. Ich mach's jetzt übervorsichtig. Ist mir scheißegal. Okay, und jetzt einfach nur noch hier nach links und dann an dem Ding hoch. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Wenn man hier später irgendwann mal zurück muss, kann man die Lampe da einfach anmachen und dann sieht man den Weg im Grunde genommen Dauer. Ja, toll. Eine Fee brauche ich auch nicht. Ich brauche irgendwann, was meine Magie wieder auffüllt, Alter. Beziehungsweise hätte es gerade eigentlich gebraucht, aber ist auch egal. Ich glaube, dass der Weg jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob man die alle kaputt bomben kann. Ich weiß aber, oder bin mir eigentlich relativ sicher, dass es dieser ist, den wir brauchen. 10 Pfeile. Danke. Super. Der Dungeon wirft mich im Grunde genommen mit Pfeilen. Ich weiß gar nicht, warum. Ist egal, wir gehen einfach mal hier rein. In der Hoffnung, dass das jetzt der richtige Weg ist. Ach hi, ach Boss-Time, meine Damen und Herren. Ja, dann können wir jetzt mal meinen tollen Silberpfeil und Bogen ausdingsen. Das sind die drei Bosse aus der Lichtwelt, die wir in den ersten drei Dungeons hatten im Grunde genommen. Die sind hier nochmal nachgebaut, in Anführungsstrichen. Allerdings jedes Mal mit einem zusätzlichen Catch, sag ich mal. Und zwar hier in dem Fall offensichtlich der Eisboden. Und da gibt es nachher noch einen anderen, der einfach, keine Ahnung, ein bisschen mehr Schaden hat, beziehungsweise ein bisschen mehr Schaden macht und dann so irgendwie ein bisschen schwieriger ist und so weiter und so fort. Geht man davon aus, dass wir erstmal in den Raum müssen, wo die Triforce-Dinger neben sind. Das ist richtig. Ich glaube nämlich, dass hier, ich hoffe, dass hier der große Schlüssel drin ist. Ja, Gott sei Dank. Okay, damit könnten wir dann jetzt zur großen Truhe gehen. Werden das wahrscheinlich auch sehr bald tun. Danke. Ach ja, guck mal, jetzt brauche ich tatsächlich Pfeile. Bomben kann ich eigentlich auch immer gebrauchen, tatsächlich, ja. Jetzt tatsächlich zur großen Truhe gehen und da dann unseren großen Reward, Alter, frei Dings oder uns dessen erfreuen. Weil das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr wichtig gerade. Dadurch, dass ich, das sieht sehr, sehr stark danach aus, könnte ich hier rein. Oh, vielleicht sind hier Feen. Warte mal, vielleicht sind hier Feen. Sind hier Feen? Hier ist, oh, Gott sei Dank. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal wieder Lebenselixier quasi. Oh, Gott sei Dank. Komm her. Bitte komm in mein Nest. Netz. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Leben zusätzlich. Denn eine nehme ich jetzt nochmal zusätzlich mit. Damit das Herz. Meine Fresse, ohne Scheiß. Das wird hier langsam wirklich, wirklich schwierig, Alter. Ich glaube, dass diese Treppe jetzt direkt in den Raum mit der großen Truhe führt. Genau das tut sie. Heilige Scheiße. Ohne Scheiß, das Spiel legt hier richtig los mit Schwierigkeit. Ich habe das Spiel bis jetzt häufig. Oh, die rote Rüstung, die schützt sich noch besser vor der Blau, als die blaue. Ja, ja. Ich habe das Spiel bis hierhin so oft gespielt in meinem Leben. Und deswegen habe ich bis hierhin natürlich auch nicht so viele Probleme gehabt eigentlich. Aber ich sag mal, Moment, stopp. Wie bin ich jetzt vorhin hier rausgekommen? Ich weiß, dass ich hier vorhin irgendwie rausgekommen bin. Ach, warte mal, durch die Tür hier oben bei der roten Truhe, bei der großen Truhe, ne? Aber dieser Dungeon ist natürlich trotzdem, keine Ahnung, eigentlich eine ziemlich große Difficulty Spike für Nintendo, ehrlich gesagt. Wobei damals war das vielleicht also noch ein bisschen anders und ein bisschen einfacher. Gehe ich jetzt in die Tür rein oder hebe ich mir den Schlüssel auf? Gehe ich in die Tür rein oder hebe ich mir den Schlüssel auf? Ich heb mir den mal auf, weil ich weiß ja, dass hier dann schon die Tür in der Mitte ist, glaube ich, die, durch die wir jetzt gehen müssen. Und die führt dann auch so Richtung Ende des Dungeons und so weiter und so fort. Und dann, meine Damen und Herren, wird das Ganze noch schwieriger. Ich freue mich riesig. Welchen Raum habe ich denn jetzt noch nicht betreten? Warte mal. Moment, stopp. Das gucken wir uns jetzt noch an. Welchen Raum habe ich jetzt da noch nicht betreten? Das sind jetzt wahrscheinlich. Nee, Moment. Ich habe keine Ahnung. Ist auch wahrscheinlich, hoffe ich, relativ egal. Oder? Eigentlich müssen das die beiden sein. Aber das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil. Also auch egal. Liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Erster Teil dieses Dungeons geschafft. Ich schätze mal, dass das nächste Video ehrlich gesagt das Finale ist, meine Damen und Herren. Von daher.
lieben Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und auch sehr winkenderweise bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren, wo wir Gannon und so weiter ein für alle Mal besiegen. Hoffentlich. Also, hoch wird sehr winkenderweise bis zum nächsten Video. Ich hab schon mal gesagt, tschö. Bin so aufgeregt.